Yoshitsune, lebst du noch? Yoritomo-sama. Ich nehme an, als Japan, die sprechen ja auch Japanisch. Was ist das für einer? Was wollt ihr denn? Ich habe mein Kamui ja alles voll. Und die können sich teleportieren. So, haben wir irgendwie so was, was mir Bonusdingens gibt? Für ein paar Sekunden. Nö. Ich glaube nicht. Oh, wir haben eine Bossleiste. Hau du mal rein, Shizuka. Puff. Erstmal die Kleinen hier weg. Ja, der ist auch schon leicht tot. Wart. Dropkick. So, das gleiche nochmal. Duff. Duff. Doof. Doof. Einfach dagegen getreten. Oh fuck. Den Bogenschützen, den musste ich doch treffen, ja. Verdammt. Was der denn? Der hat irgend so eine rote Leiste. Will ich wissen, was die macht? Das ist ja einfach ausgewichen. Schon ein bisschen neugierig. Was? Ich hab einen Pfeil weggetreten. Hä, da war auch schon der Dicke. Da muss ich einfach eine Menge Gegner hier erledigen. Wo ist er? Komm her. Okay, das ist ein großer, dicker Pfeil. Ich nehme an, das ist der Boss. Macht Sinn, ne? Penetration. Ja, ich will echt herausfinden, was das macht. Erstmal machen wir den hier auch noch. Nein, da waren nur drei, habe ich gesehen. Ja. Also Boss, genau. Okay, die Leiste ist ein bisschen runtergegangen, habe ich dort Gefühl. Oh, oh, oh. Das noch mal zum kaputt machen. Verdammt. Oh geil. Ja damit. Weiß man nicht, wer die wenigsten AP gerade hat. Oh mein, wie viele sind denn hier auf einmal? Hilfe, was zum? Okay, Shizuka kann ich glaube ich vergessen, die ist so gut wie tot. Wir wissen, was passiert, wenn der Balken voll ist, ganz ehrlich. Wenn eine doofe Idee ist, aber da ist ja ein Speicherpunkt gewesen. Wie? Oh, Spinne.
Wahrscheinlich kann er halt auch. Er hat bestimmt den seine Kamui-Anzeige, ne? Jetzt, wo ich darüber nachdenke. Stimmt. Nein, falscher Charakter. So, du hast noch ein bisschen HP. Oh Mann. Okay, jetzt ist das voll. Mashu Kamui, dieses böse Kamui wird von bestimmten Feinden benutzt. Sie versetzen Träger von Amalhagana auf eine besondere Ebene und bombardieren sie mit mächtigen Angriffen. Sie können diese Angriffe abwehren, indem sie die jetzt angezeigten Tasten zur richtigen Zeit drücken. Okay, leck mich. Oh. Was tust du denn? Wo ist er? Ich muss ihn platt machen langsam. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Komm schon, Freck. Der ist tot. Sehr gut. Sag nicht, ich muss die auch noch tauen. Wäre ein bisschen doof. Oh Gott. Ja, ich habe ein Problem. Schau mich mal. Mit einem Kuruma-Kraut. So, komm, Mui. Boah. Zack, weg bist du. Tschüss. Ich glaube, ich krieg mehr Punkte, wenn ich den nicht den Gnadenstoß versetze, oder? Aber kann mich auch irren, natürlich. Unbefleckes Amalgane erhöht für alle Gefährten Lebens- und Kamui-Anzeigen und Zahl der Gefäße für Sammlungen Leben erhöhender Amalgane-Essenzen. Okay, gut. Verwenden Sie unbefleckes Amalgane, um die Obergrenze der Leben- und Kamui-Anzeige Ihrer Gefährten zu erhöhen. Es erhöht außerdem die Zahl der Gefäße, mit der Sie lebenssteigernde Amalgane-Essenz auffangen können. So, sind wir ja fertig? よしとね。兄上。申し訳ありません。死亡者取り逃がしてしまいました。気にするな。お前が無事で何だった。それがあの噂の正体か。天鋼を失いおとなしくなったかと思うよ。 このようなものを使ってまで力を手にしようとする。しかし、あの剣を一体どうするつもりなのでしょうか。今はわからぬ。だが、何やら不吉な感じがする。手遅れになる前に全軍を挙げて兵士討伐に向かう。頼む。よしとね。 Und wie geht's jetzt für uns weiter? Okay. Wieso haben die beiden mich an diese beiden Kinder aus The Shining erinnert? Das macht mir irgendwie Angst.
Ohne Scheiß, er sieht aus wie ein schwarzhaariger Sephiroth. Oh Mann.大義衆撃と時を同じくして平野の友守率いる兵士の軍勢が福原を捨て本陣を一ノ谷へと移しました義経様たちは源氏軍と共に急ぎ一ノ谷へと駆けつけますが険しい山々を背に強固な砦と化した兵士の陣を容易に攻めることができませんでしたそこで義経様は頼朝様の許しを得て 静かさん、蓮姫様と共に敵陣背後からの奇襲を試みることとなったのです。Teufel, da unten waren ein paar Leute so am rumzappeln. Okay, das bedeutet wohl Krieg, ne? Und wir werden direkt hier begrüßt von einigen. Hilfe! Ja. So, apropos. Ich werde wahrscheinlich den Part hier in zwei Parts aufteilen, weil er geht schon ein bisschen lang. Ja, wir haben viel Geld, sehe ich gerade. Also Geld, Seelen. Was weiß ich. Und wir tun mal eine Waffe von ihm jetzt hier aufballern. 2000? Okay. Warum nur so wenig? Warte mal. Okay, ich dachte, er hat... Hätte jetzt weniger. Ich dachte jetzt irgendwie, das hätte weniger. Egal. So, tun wir sein Leben auch mal erhöhen. Okay, irgendwie sehe ich jetzt keine Erhöhung von dem Dingern. Aber okay. Ich werde schon wissen, was er tut. Der Pferd wird wahrscheinlich in zwei Parts hier aufgesplittet werden. So ein Gefühl. Mal gucken. So. Ich einfach wieder so einen Kampf reingeschmissen, mehr ohne irgendwann einen Speicherpunkt zu bekommen. Was würde denn passieren, wenn ich jetzt frecken würde? Da müsste ich ja alles nochmal neu machen. So ein bisschen Link, ne? So, Thomas ein bisschen mit Yoshizuna aus. Bei denen tun wir ja die ganze Zeit hier mit Verzögerung spielen. Der hilft meinen Gefährten. Sie wurden weiter flussaufwärts getrennt. Yoshizune ist Talente. Teil 2. Yoshizune kann auf senkrechten Flächen laufen und so Spalten überwinden. Rennen Sie auf die Spalte zu und drücken Sie an der Kante Kreis. Okay, cool. Und das ist ein Speicherpunkt. Geil. Warum kommt mir das eigentlich als erstes in den Sinn? So, da ich jetzt sowieso splitten werde, gucken wir uns hier noch ein paar Sekündchen um. Weil ich so 15 Minuten Part sau doof. Hi, na? Danke. Wofür? Ich habe noch nichts getan. Bist du denn? So. Wieder Block einfach. Ich habe sie mit einem Tritt alle weggehauen. Auch schön. Gegnerische Kamui sind da voll läppisch. Da habe ich ein, zwei Knöpfe gedrückt und schon hat denen das nichts gemacht. Ich meine, gut für mich, aber schlecht für den. Jetzt sagt er bei denen sein Kamui aus. Hallo. Oh, du lebst noch. Das ist ein neuer Gegner, kann das sein? Ja, kann sein. So, hi, na? Danke. Und du? Danke.
Das klingt irgendwie nicht so ernst gemeint. So ein Wasserfall. Oh, hi. Sehr schön. Amalgam-Essenz. Warte mal hier. Auch ein Typen. Danke. Der hat sich wesentlich versteckt. Der ist klug. Geistwasser. So ein Geistwasser. Auch hatte ich schon, okay. Wenigstens mal ein Gebietswechsel hier. Statt die ganze Zeit hier in dem Schloss, Stadt, was weiß ich, was das war. Soll ich noch irgendwas aufleveln, so HP-mäßig und so? Ich habe ja noch so 5. Den habe ich schon 2-mal. Den habe ich noch keinmal. Ab und zu auch, ne? Ja, schwierig. Ich warte mal, bis der letzte Charakter zu uns stößt. Wahrscheinlich hat der... Ich hoffe, der hat nicht so viel AP wie Benkei. Und... Hi. Bei dem bringt es dann auch ein bisschen so... Keine Ahnung. Danke. Ich könnte auch die alle erstmal suchen, ne? Ich könnte die Mission ja abschließen. Nee, lass mal. Ja, wenn ich wieder in eine Cutscene so reingeschmissen hier, nachdem ich alle gefunden habe und so, und dann lassen wir mal. Also 2-16 Minuten Parts und ja. Wollte man auch ein bisschen hier aufleveln, glaube ich. 7000 habe ich. Was kann ich denn hier so aufleveln? 5000, 4000. Das ist alles zu teuer, finde ich. Mal hier noch einmal voll aufleveln. Sehr gut. So, was jetzt mit dem einen Teil? Erhöht für alle Gefährten Leben und Kamui anzeigen und Zahl der Gefährten. Okay, warte. Ich möchte das mal speichern, falls das irgendein Mist ist oder so. Nur maximal Dingen hier, nehme ich mal an, aufleveln, solange ich noch nichts brauche. Ja, das macht mich schon wieder nervös. Ja, das werde ich auf jeden Fall nicht speichern. Ich warte nämlich bis ich den vierten Charakter ab, weil dann werde ich das einsetzen. Wahrscheinlich wird das jetzt nicht für den übernommen. Oh, ich sehe gerade, ich habe hier 2 Leisten. Lass mal gucken. Ja, trotzdem mit alles verballert, okay. Na gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Genji Days of the Blade, indem wir die anderen Leute hier suchen. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.